Jupp, so, jetzt machen wir das erstmal. Triff dich mit Triss und jetzt oder nie. Genau, das werden wir jetzt machen. Erstmal die Quest abschließen. Dann haben wir die aus der Welt. Oh. Und dann machen wir in Novigrad weiter. Die anderen Kleinigkeiten. Gucken wir mal. So. Herzzerreißend. Ja, es ist aber. Naja. Nicht immer war so. Up. Na, Hacke. Tudeldicke zu. Yippie-yo, Schweinebacke. So, weg hier. Weg, 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 weg. Nein. Ah, doch, hier muss ich durch. Keiner da? Kein Loot to go? Nö. Wachen vor Triss Haus. Nicht gut. Ah, nicht gut. Aber ich habe im Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und das treibt den Preis hoch. Aha. So, dafür Aber ich habe treibt im dem. Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Ah, Ich habe kein gierigen. Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Her mit der Halskette und dann raus hier. Halt, ich nehme sie selbst ab. Raus jetzt! Sofort! Tut mir leid. Ich wusste nicht, ob du willst, dass ich eingreife. Wollte ich nicht. Sie haben sich widerlich benommen, ich weiß. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Das mag zwar sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Die Stadt wimmelt von Hexenjägern. Ich weiß, wir waren fertig und klar zum Ablegen. Aber die Jäger waren schneller. Sie haben alle Tore geschlossen, an jeder Ecke Wachen aufgestellt. Alles in einer Nacht. Dann haben sie die Stadt durchkämmt. Jede Straße, jedes Haus. Sie halten jeden an, der irgendwie verdächtig wirkt. Meist gewöhnliche Leute mit Glücksbringern wie Hasenpfoten oder Hufeisen. Aber manchmal landen sie einen Treffer und nehmen echte Magier fest. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Das ist jetzt, ja. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du, so schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Tja. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine. Aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg frei zu machen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Ja, komm. Wir sollten Anis und Berthold helfen.
Sie so abzuschreiben, das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Hopp, hopp. So, komm. So, dann müssen wir jetzt in aller Ruhe. Das ist sie! Schnapp die Hure! Lebendig! So nicht, mein Freund. Wo sind die anderen? So. Okay. Die Wachen! Irgendjemand! Weglaufen soll! Ja, ich bin schon da. Warte, Kumpel. So, geht's gut? Ja. Hier drüben. Schön durchs Herz. Der hat nix, Drecksack. Wo ist das Versteck? Der hat keinen. Nicht weit weg, in den Schatten. Ja. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Nun. Nun. So, aber da waren doch bestimmt noch welche. Ja, Nachzügler? Nee, doch nicht. So, Hobby. Schätzchen. Ja, was denn jetzt noch? Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie. Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau. Das höre ich mehrmals am Tag. Wir werden erstmal looten. Belohnung? Ah, richtig. Dafür musst du zum Hauptquartier. Wir zahlen keine Belohnungen aus. Na dann. Ihr werdet aber nirgendwo hingehen. Nein. Hier sind vier. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin irgendwie verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Wir gehen sofort. Gehen. Ja. Bitte. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Ich will gar nichts von dir. Ich will nur den Loot haben. Halt, was war das denn? Ein Kandelaber. Ja, an Loot kann ich nicht vorbei. Ist mir aber auch... So, Brot, jetzt aber los hier. Wo will die Katz? Ja, los jetzt. Hopp, hopp. Wo muss ich denn jetzt her? Stopp. Okay. Hast du? Da, noch zwei. Schnapp sie. Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Er hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Aha. Naja. Was soll's. Ja. Komm, Alter, wie weit denn noch? Irgendwo. Und wen interessiert das jetzt? Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Hier müssen wir. Nee, doch nicht. Oder wir kommen zu spät. Verdammt, sie sind schon hier. Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Ja, weiß ich. Die Sau kommt da nicht aus der Ecke raus.
So, tschüss. Halt. Looteimer konnte ich erstmal mitnehmen. Ja. Zwei gerettet, einer tot. Verdammt. Hm. Wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja, und einen verloren. Tja, nu. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Ja. So, einmal hier oben. Und ja, okay. Ja, das wollte ich jetzt bestimmt. Hier lang, Geralt. So. Oh, nein, da hier blitzt und blinkt ja alles. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. So. Hier runter. Herzzerreißend. Gott, erkältet und. Was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Naja. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum soll ich dann warten? Die Tränen, werte Dame. Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. Klar. Ja, ich weiß. Du hast kein Herz. Weder ein mitleidiges noch sonst irgendeins. Mich erstaunt dein anatomisches Wissen über meinen Körper. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen, um Gnade winselnd. Richtig. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Raduwits rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen. Ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Klar. Triss... Willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Genau. Okay. Das mit dem Looten machen wir hinterher. Ja. So. Aber hier. Das unterwegs, das werde ich alles mitnehmen. Das ist auf jeden Fall, ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken, ehrlich. Doch. Nee. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen. Ja, warte mal hier. Ich muss eben kurz die Bomben ändern. Nämlich...
ist das? Samum. Einmal die Kartätsche. Und nee, Lenden will ich keinen. So, und die. Tanzender Stern will ich nicht, die Kartätsche. So. Bald ist alles vorbei. Sorry, dass ich jetzt noch eben das gemacht habe, aber muss sein. Okay. Ich verschone dich nicht. Wieso kommen die so leicht auf einen zu? Das ist doch normalerweise unlogisch. Okay. Ja, Moment. Da. Nein, nein. Okidoki. Ja, ich habe die vorher in Ordnung gebracht, bevor ich die... muss ich doch hoch. Hilft ja alles nichts. Alter, sag mal, geht's noch? So. Jetzt hier den ganzen Schrott. Okay, da muss ich nicht hin. Wir müssen da ja. Grünau. Oh Gott. Hier musste ich doch nicht her. Nur einfach ein Geheimversteck noch gefunden. Auch nicht schlecht. Na, jetzt fange ich hier an zu suchen. Da kriege ich Kotzen drauf. Aber die Suche ist beendet. Nun, geh schon. Ja, genau. Bibliothek? Oh Gott, ja. Ohne Ende Bücher. Ohne Ende, wirklich ohne Ende. Ja, da hätten wir so viel zu lesen. Aber Gott sei Dank kennen wir ja schon die meisten und ich werde das auch so machen, dass ich das durchlaufen lasse. Halt! Aber die Bücher sind wichtig. Ja. Ich habe manche Sachen, die wusste ich gar nicht und die hat man nur aus Büchern erfahren. Ja, 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 ja. Okay. Beide. Hier auch. Okay, jetzt da drüben in dieser Ecke rein. Auch gut. Ich habe einen Ausgang gefunden. Ja, und jetzt wollen wir erstmal. Gar nicht erst. Nein, werden wir nicht. Das ist wiederum wahr. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Ja. Wir müssen uns beeilen. So. Zack. Hier war alles in Ordnung. So, ja, warum kommt die denn jetzt wieder? Ich muss die wiederholen. So, komm. Ja, dann geh vor. Oder auch nicht. So, hier durch. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst verdammt. Mhm. Ganz schön viele. Ja. So, kommst du? Du musst zuerst runter. Los, jetzt zu, dass du mit Quark kommst. Mach die mal da unten fertig. Ich werde die mit der Kartätsche hier bemöbeln. Vermöbeln. So, bemöbeln. So. Einmal. Ja. Okay.
haben wir noch eine. Achso. Eine noch, da müsste das reichen. Ja. Wo, was ist denn jetzt los? Gut. Dort wohnt auch Carlo Hacker-Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner. Nee. Ach du Schande. Alles Platten der. Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Okay. Wir müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen ja einen Weg zum Hafen finden. Aha. Sorry, das ist jetzt. Ah, ja, zerknitterter Brief. Wir haben eh genug zu lesen. Ist nichts mehr und da auch nicht mehr. Gut. Jetzt bin ich damit einverstanden. Eieieiei, Moment. Mir fällt gerade was ein. Glaubt's mir, das war so im letzten Moment, glaube ich, noch. Ich erzähle jetzt nichts mehr für eine Scheiße, sonst weiß ich wieder nicht, ob das stimmt. Ich habe mich beim letzten Mal so reingerissen. Oder das fand ich mehr als blamierend. Ja. Wirklich mehr als blamierend. Ah ja. Wer das durchguckt, der in der vorherigen Folge oder vorherige oder davor, weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall die vorherige oder davor die Folge, ja. Da hab ich mich aber auch blamiert. Du Lecco mio Fanny. Habe ich getan, als wenn ich alles wüsste und alles so, ja, kein Problem, klar, sicher. Hm. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil. So. Hier durch. Und jetzt müsste normalerweise. Nee, noch nicht. Okay, doch mal nicht. Bitte nicht. Sag nicht, ich habe mich wieder blamiert. Hier muss da irgendwann noch ein scheiß Vampir kommen. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Sag ich doch. So, da oben sind noch zwei. Ja. Loot gehört dazu. Okay. Das auch noch. Seide, Silberbarren. Nein, aber hier. Irgendwo muss der Depp da kommen. Hm, jetzt hier, ne? Ja. Aha. Oh. Zum Glück. Oh, mein Gott. Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. Nein, nein, noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ein. So, jetzt können wir. So, komm. Jetzt gehen. Hier lang. Alles gut. Alles gut, ja. Möwen, hörst du? Wir haben's geschafft. Ja, das ist wir wirklich das wahr. Klar machen, bevor die alles klar, Schiff. Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du einen Überblick verschaffen? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die. Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geraten. Mhm. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Ja, und Triss, deine Hand brennt immer noch. Aber wahrscheinlich muss das so sein.
Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen? Du Vollpfosten. Misch dich nicht in das Leben anderer ein. Entschuldige, das muss ich tun. Ist mein Beruf. Und? Wirst du sie bitten zu bleiben? Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Oha. Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Gut. Und ich will euch tot. Ja, genau. So, alle nach der Reihe. So. Das war's. Mehr braucht man nicht. Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Mhm. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Frau Merigold, wir müssen los. Bitte. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mhm. Ich hab's versucht. Frau Merigold, wir legen ab. Konnte ja nicht die ganze Zeit so einfach so ziehen lassen. Tja. Ja, dann würde ich ja mit ihr weitermachen, aber und nicht mit Yennefer. Oh Gott, der heult schon. Der heult wirklich. Erst rein. Bye bye. Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Genau, das will ich. Ich würde lieber wissen, warum dich meine Beziehung zu Triss interessiert. Wenn ich sage, weil ich dich mag und nur das Beste für dich will, würdest du mir glauben? Nein. Sehr klug. Du solltest dich auch aus der Politik raushalten. Ich weiß es, du weißt es und Triss auch, was nicht ganz unwichtig ist. Deine andere Geliebte? Eher nicht. Sie hat sich mit Nilfgaard zusammengetan und du wirst ihr folgen, so wie immer. Und eines Tages könnte es sein, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Mhm. Das wäre sehr schade. Mhm. Aber das scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Jetzt sollten wir über das reden, was gerade wichtig ist. Tja. Ach, Dijkstra, was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Aert, Art Carey, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Raduvid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Raduvid umzubringen. Du machst dir um die Magier der Welt so große Sorgen? Das soll ich dir glauben? Ja, aber nicht, weil ich Mitleid habe oder es mir das Herz bricht. Das ist richtig. Für mich weist die systematische Verfolgung auf ein viel größeres Problem hin. Ein Verrückter herrscht über Redanien. Ich habe Wisimir gedient, Raduvids Vater. Ich war über 2 Jahrzehnte lang der Kopf seines Geheimdienstes. Zusammen haben wir Redanien verändert, es zum mächtigsten Königreich des Nordens gemacht. Weißt du, richtig war? Wegen seiner Armeen, denke ich. Und du hättest verloren, du Idiot. Massenmobilisierung, aufgestachelte Bauern mit ihren Sicheln als Waffen. Was soll das für eine Herausforderung sein? Es ist viel schwieriger, einen starken Staat mit gesundem Handel, Handwerk, soliden Bündnissen, fortschrittlicher Wissenschaft
und unabhängige Gerichte aufzubauen, die gerechte Urteile sprechen. Wie sie mir und mir ist es gelungen. Durch Jahre harter Arbeit. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieser kleine Scheißkerl alles zerstört. Raduvit der Strenge, dass ich nicht lache. Ja, Raduvit der Gedankenlose. Hilfst du mir, Geralt? Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, halt auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Glaube ich nicht. Lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Tja, wenigstens das mache ich. Ich denk ja drüber nach. So, dann wollen wir mal ganz schnell die Klamotten hier einsammeln. Bevor die anderen Idioten hier kommen und mir alles wegloten. Oh, ich bin voll. Ein tödlicher Plan. Oh, ich sehe schon wieder, aber da ist neuer Loot und schon unterwegs. Halt, Charakter. Ach, ich wiege über 200. Ach so, ja, sauber. Dann muss ich doch jetzt mal was machen. Dann müssen wir die... Ja... jetzt scheiße mal eben schlucken. Mache ich ungern, aber besser als nichts. So, Schwert brauche ich, weil da unten sind noch ein paar Hirnis, die... So, tschüss. Er stirbt, na, er fällt nur um. Haben wir auch noch, hier war auch noch was drin, Wolfsfell. Und nein, so wunderbar. Jetzt werde ich mal was speisen gehen, dann solltet ihr auch. Halt, wir stellen uns nicht hier hin nachher. Wir stellen uns hier hin. Zack. Und